Willkommen beim Shape. Ich bin die Niki und wir werden jetzt gleich zusammen Bauch, Beine, Po mit Armen trainieren, also den ganzen Körper und deswegen Shape. 45 Minuten stehen auf dem Programm. Ich habe hier 2 Kilo Hanteln. Falls du keine Hanteln daheim hast, kannst du natürlich Wasserflaschen nehmen. 0,5 Liter, 1 Liter oder auch 2 Liter, je nachdem wie fit du bist. Außerdem, wenn du Einschränkungen hast, dann kannst du auch ohne Gewichte mittrainieren. Ich wünsche dir jetzt ganz arg viel Spaß beim Shape. Wir starten wie immer mit einem kleinen Warm-up und zwar atmen mal tief ein und ausatmen. Tief einatmen und aus. Das ist immer so ein Ankommen. Und bleib mal lang. Streck dich mal ganz nach oben, richtig groß. Nimm den Oberkörper schon ein bisschen mit, rechts und links. 4, 3, 2. Werd ein bisschen weicher in den Knien und werd ein bisschen größer. Streck dich. Zuerst werden wir wieder mobilisieren, Herz-Kreislauf-System aktivieren und dann kommen wir zur Kräftigung mit unseren kleinen Gewichten. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Und Achtung, rotier mal im Oberkörper. Deine Knie bleiben stehen, nur der Oberkörper geht rechts und links. 4, 3, 2 und Achtung, nimm mal deinen Unterkörper mit, rechts und links. Mach dich lang. Noch 4, noch 3, noch 2 und Achtung nochmal nach oben, deine Beine tippen mit, werden ein bisschen dynamischer. Immer schön mit der Ferse auf dem Boden, mach dich lang und groß. 4, 3, 2 und nochmal rotiert zur Seite. Nimm den Oberkörper mit und auch deine Hüfte. Dreh dich schön ein. Noch 4, 3, 2 und Achtung, komm nochmal hoch. 4, 3, 2 zur Seite. Vier, drei, zwei und marschier mal am Platz. Ganz locker. Atme nochmal tief ein und aus. Deine Arme bleiben an der Seite, deine Schultern weit weg von den Ohren. Öffne mal auf und komm zurück nach vorn. Öffnen und schließen und öffnen und schließen. Noch 8, 7. Schieb deinen Daumen schön nach hinten, deine Schulterblätter zusammen. Noch 4. Noch 3, noch 2, Achtung, dein Daumen bleibt hinten, du marschierst mal breit. Schau beim Marschieren, dass du nicht im Hohlkreuz bist, sondern die Hüfte schön vorne. Noch 4, noch 3, noch 2, deine Arme kommen nochmal vor, mach dich mal rund und öffne dich nach hinten lang, rund und öffnen. Und öffnen, einer noch. Nimm deine Hände mal auf deine Oberschenkel, komm tief. Dein Oberkörper taucht mal tief und komm hoch. Die Schulter tief nach unten. Noch 4, 3, 2 und komm mit dem Oberkörper noch mal etwas tiefer, die Hände auf dem Boden. Streck mal deine Beine zur Seite und federe mal ganz sanft nach unten rein. Ganz sanft tief. Falls du irgendwie Probleme hast in den Knien oder sonstiges, pass bitte immer auf, dass du in deinem Level bleibst. Komm mal zum rechten Fuß. Auch hier federe mal so ganz leicht rein
Und dann dreh dich mal zu deinem rechten Fuß, sodass deine Hüfte tief kommt. Und auch hier federn wir so ganz leicht rein. Und komm wieder zurück zur Mitte. Komm langsam auf deine linke Seite. Auch hier erstmal sanft reinfedern, dass du eine kleine Dehnung spürst. Und auch hier kommt die Hüfte tief. Auch hier schön tief nach unten federn. Du kannst gerne deine Hände ablegen auf dem Boden. Mach noch 4, noch 3, noch 2 und wir kommen wieder zurück zur Mitte. Und beug mal deine Knie und streck deine Knie mal. Beugen, deine Fersen kommen so ein bisschen reingedreht und strecken, deine Zehenspitzen zeigen nach vorn. Und Achtung, nimm mal deine Füße zusammen. Langsam schließen und jetzt versuch deine Knie durchzustrecken, hier nochmal tief zu kommen und auch hier beug mal deine Knie und streck. Pass auf, dass deine Knie, egal wie deine Zehenspitzen stehen, immer zu den Zehenspitzen gehen. Tief und dann ausgestreckt nochmal tief nach unten abtauchen. Die Knie langsam beugen, Stück für Stück nach oben kommen. Nach oben Schultern kreis. Wenn es dir mal zu schnell geht mit den Bewegungen, dann mach in deinem Tempo und langsam. Kreis. Mal rechts, links im Wechsel. Achtung. Wir werden nachher viel die Schulter mittrainieren und mitnehmen in den Bewegungen. Das heißt, wir wollen natürlich die Schulter schön warm machen, das Schultergelenk. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Nimm mal den Ellenbogen immer im Wechsel nach hinten. Rück, rück. Dein Oberkörper darf wieder mitkommen. Vier, drei, zwei. Kreis mal große Kreise mit deinem Arm nach hinten. Mach dich lang, richtig groß. Versuch eh immer in der größten Bewegungsamplitude zu arbeiten, die du nur kannst. Und locker marschier. Hopp. Gut. Langsam sind wir ein bisschen warm, aber auch unsere Handgelenke müssen warm sein. Deswegen kreis mal deine Handgelenke rechts, links. Und dein Sprunggelenk genauso. Nimm mal dein rechtes Knie nach oben. Sprunggelenk kreisen. Schön aufrecht. Brust ist draußen. Schön kreisen. Große Kreise in die andere Richtung und Seitenwechsel, Knie hoch und Sprunggelenk schön kreisen. Mal in die andere Richtung kreisen, Oberkörper ist aufrecht und pass mal auf, komm mal immer rechts und links im Wechsel nach hinten, nimm deine Arme mal hoch und schieb die Hüfte vor. Arme lang. Hüfte vor, du kommst sogar in so ein leichtes Hohlkreuz, aber nur wenn du es schön stabilisieren kannst. Wenn du Probleme mit deiner Lendenwirbelsäule hast, dann bleib schön gerade. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3 und 2 und der letzte und locker durchschwingen. Lass die Knie mal locker, die Arme schwingen an der Seite. Und hier komm mal hoch, auf die Zehenspitzen, tief und hoch. Auch hier zeigen deine Knie immer Richtung Zehenspitzen. Fall nicht nach innen. Komm mal hoch. Noch 4, noch 3, noch 2. Wir öffnen nochmal nach hinten. 8, 7. Vier, drei, zwei und Achtung, nochmal die Kniebeuge, hoch und tief. Vier, drei, zwei, wir gehen mal 4 zurück. 4, drei, zwei und 4 Kniebeuge, komm hoch. Hoch, tief.
Und nochmal letzter Durchgang, 4 Stück zurück. Und hoch, hoch, tief. Und letzter und locker. Schüttel dich aus. Ich hoffe, wir sind warm. Du darfst dir deine Gewichte schnappen. Starte erstmal mit dem leichten Gewicht und werd dann schwerer. Du wirst die Übungen kennenlernen und auch dann einschätzen können, welches Gewicht du brauchst. Stell dich mal hüftbreit hin. Deine Knie sind leicht angewinkelt. Pass immer darauf auf, dass du nicht im Hohlkreuz stehst, sondern dass du die Hüfte schön vorschiebst. Dein Bauch ist fest. Zieh deinen Bauchnabel zur Körpermitte. Die Schulter ist tief, weit weg. Und wir starten mit einem ganz einfachen Bizeps-Curl. Komm mal hoch und tief, beide gleichzeitig. Hoch und tief. Jetzt kommen die 0,5 Kilogramm super easy vor. Aber das ist jetzt nur so ein bisschen aufwärmen und uns auszurichten. Und zwar in unserem stabilen Stand. Weil die Schulter sollte schön tief sein. Wie gesagt, wir stehen nicht im Hohlkreuz, sondern die Hüfte nach vorne, sodass der Bauch ganz, ganz flach ist. Halt die Spannung im Rumpf. Wir machen jetzt mal aus diesem Bizeps-Curl mit Drehung einen Hammer-Curl. Und zwar, dass die Gewichte nach oben zeigen. Die Schultern sind wieder tief, der Bauch ist fest. Und im Tempo 8 Stück. Komm mal. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und mal langsam 3 hoch, 3, 2, 1 und schnell tief. Beim nach unten möchte ich nicht, dass du dich runterfallen lässt, sondern du hast die Macht über die Hantel und stell dir mal vor, du hast einen Widerstand auch beim Zurückgehen. Deinen Ellenbogen nicht durchswitchen lassen, also nicht so durchdrücken, sondern du hast immer ein bisschen Anspannung. Brust ist draußen. 3, 2, 1 und noch im Tempo 8. So. Jetzt ist der Bizeps warm. Und der Ellenbogen auch. Noch 4, 3, 2. Bleib mal mit deinen Händen hier oben. Deine Füße stehen etwas mehr als hüftbreit. Du kommst mal tief in die Kniebeuge. Und wieder hoch, Po fest. Tief in die Kniebeuge und hoch, Po fest. Gut, wir kombinieren gleich beide Übungen miteinander. Einmal Bizeps Curl und die Kniebeuge. Wir werden immer erst die Übungen einzeln trainieren und dann zusammensetzen. Versuchen, einen schönen geraden Rücken zu haben. Und wenn du das Gefühl hast, du müsstest jetzt noch ein bisschen breiter stehen. Jeder hat so seine Kniebeugenposition. Finde deine raus. Versuch aber beim Tiefgehen immer einen schönen geraden Rücken zu lassen. Po ist fest. Po fest. Im Tempo komm mal hoch und tief. Hoch und tief. Wenn es dir unangenehm wird mit der Hantel, kannst du die Hantel auch ablegen auf der Brust oder hier tief, falls es dir unangenehm wird. Aber versuch mal hier zu halten. Noch 4, 3, 2 und Achtung, wir pushen unten 3 Stück, bleib kurz noch oben, unten 3, let's go. 3, 2, 1, hab einen Einsatz verpasst. 2. Eins und hoch, Po fest. Und fest. Tief, tief, tief und fest. Wie beim Hammer Curl. Papp, papp, papp und fest. Noch 4, 3, 2 und bleib nochmal oben. Kurz die Schultern auslockern. Wir werden jetzt beide Übungen miteinander verknüpfen. Hab jetzt wirklich die Hantel hier vorne. Wir kommen nochmal langsam tief auf 2. Tief, tief, hoch und Po fest. So, pass mal auf.
Nochmal langsam reinkommen. Noch 4, 3, 2. Wir bleiben mal unten, komm mal tief. Halte die Spannung. Hier bist du. Tief und hoch kommen. Kannst sogar deinen Ellenbogen so ein bisschen auf dem Oberschenkel ablegen. Tief und hoch. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Und komm nochmal 8 hoch. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und bleib unten. 8, 7, 6, 5, noch 4, Rücken schön gerade, 3 und bleib oben, 8 Stück. 8. So, das Schöne ist natürlich das unten halten beim Bizeps Curl. Der wird die Beinmuskulatur richtig herausgefordert. Bleib unten, 8. 8. 7. Schau, dass deine Knie nicht nach innen fallen, sondern schön nach außen. Noch 4, 3, 2 und nochmal, komm 8 hoch. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und nochmal unten. Tief, hoch, Rücken schön gerade. Jetzt brennt es schon ein bisschen. Noch 4, 3, 2, eine Runde geht noch, oder? Komm nochmal hoch. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3 und bleib unten. 8, 7, 6, 5, die letzten. 3, 2 und der letzte. Und komm langsam nach oben. Beine ausschütteln, locker machen. Du stellst dich zu den nächsten beiden Übungen wieder hüftbreit hin, deine Schultern ganz entspannt. Nimmst mal deinen rechten Arm nach oben. Und zwar ist hier ganz, ganz wichtig, dass du nicht im Hohlkreuz bist. Auch hier wieder die Hüfte vor. Du schiebst deine Hand nach oben und dein Gewicht natürlich auch gleichzeitig. Wenn es dir schwer fällt, kannst du auch eine Hantel wegnehmen und dich hier so ein bisschen abstützen. Dein Ellenbogen sollte immer an der gleichen Position sein. Also dein Ellenbogen ist auch nicht hier draußen, sondern schön nach oben Richtung Decke gerichtet. Hoch und tief. Rumpf ist fest, hoch und tief. Auf und ab. Schön für den Trizeps. Bauch ist fest. Noch 4, 3, 2 und im Tempo 8. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte und locker. Andere Seite. Wichtig ist natürlich auch schön festhalten, gell? Linker Ellbogen kommt hoch, auch hier auf 2 nach oben. Schön hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief. Der Bauch ist fest. Auf, ab, ab. Bauch richtig schön, beziehungsweise die Hüfte richtig schön nach vorne schieben. Das ist mir immer besonders wichtig, dass man eben nicht im Hohlkreuz steht, weil das kann natürlich unter Umständen sehr unangenehm werden. Und einfach dieser bewusste Stand. Acht im Tempo. Versuch mal oben immer fast ganz auszustrecken, dass du wirklich den ganzen Trizeps erwischst. Wenn du es wirklich ganz bewusst machst, darfst du auch in die Streckung gehen. Und ein letzter noch. Und locker die Schultern ganz
schön auslockern. Die Gewichte nimmst du am besten mal entweder auf die Brust, bei mir schwierig wegen dem Mikro, deswegen nehme ich es leicht unter die Brust, die Schultern weit weg von den Ohren. Pass mal auf, dein rechtes Bein geht mal raus und du kommst wieder zurück, tipp, raus, raus und zurück und tipp. Wenn du Probleme mit dem Gleichgewicht hast, dann darfst du natürlich immer zurück tippen. Wenn du jetzt sagst, gar kein Problem, bleib in der Luft. Dein Standbein ist leicht angewinkelt und du versuchst, schön auf der Außenkante zu stehen. Deine Ferse drückt zur Seite weg und versucht, dein rechtes Knie richtig durchzustrecken. Hopp, hopp und komm zurück. Versuch in der Luft zu bleiben. Du kannst auch hier das Knie richtig schön nach vorne anwinkeln, wenn dir das nochmal leichter fällt oder du es noch ein bisschen schwerer haben möchtest. Wir werden jetzt im Tempo schneller. Let's go. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte und Seitenwechsel. Auch hier gehst du raus und komm wieder zurück. Raus, raus, rück, rück. Du kannst auch hier wieder antippen, kurz Luft holen und wieder zurück. Aber natürlich ist es nicht so anstrengend fürs Standbein, wenn das die ganze Zeit dich ausgleichen muss. Hoch, hoch, rück. Rück die Schulter weit weg von den Ohren, die Ferse schiebt weg und weit weg, komm wieder ran, dein Standbein leicht angewinkelt, die letzten 4, 3, 2 und 8 im Tempo, 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte und erstmal wieder hinstehen. Auch beim nach außen kommt es oft vor, dass man im Hohlkreuz steht. Versuch hier immer Kontrolle in deine Hüfte zu kriegen. So, wir werden jetzt diagonal arbeiten. Nimm deinen rechten Arm nach oben, dein linkes Bein geht raus. Pass auf, wir starten erstmal, Standbein leicht anwinkeln. Du kommst auf 2, hoch und raus. Hoch und gleichzeitig raus. Hopp, hopp und wieder zurück. Und lang, lang. Ist natürlich jetzt fies für den Popo, weil der gerade erst musste. Aber schaffen wir. Und versuch dich auf beides gleichzeitig zu konzentrieren. Also auch oben für den Trizeps. Lang, lang, ran, ran. Ich parke meine Hantel hier auf dem Hüftknochen, aber die Schulter sollte ganz entspannt sein. Lang, lang, ran, ran. Jetzt fängt langsam mein Standbein an. Hopp, hopp, zurück. Und pass mal auf im Tempo 8, 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und der letzte und locker. Gut, Beine kurz auslockern. Auch hier andere Seite, linker Arm nach oben, Ellenbogen schön hoch. Auch hier kommt das Bein gleich raus. Auf 2 los geht's. Hoch, hoch und wieder tief und Seite, Seite, tief. Koordinativ, auch nicht ganz einfach, wenn man Fuß und Arm miteinander kombinieren muss. Der Bauch bleibt fest. Zack. Und versuche wieder die Ferse rauszudrücken. Nicht ins Hohlkreuz rutschen. Noch 4. Noch 3. 2, mir rutscht bald die Hantel raus, festhalten, Niki, und 8 im Tempo, 8, 7,
sechs, fünf, noch vier, drei, zwei und der letzte und locker. Locker, locker. Für den Trizeps gibt es noch einen kleinen Gimmick. Die Hüfte schiebt nach hinten. Die Ellenbogen kommen nach oben, die Schultern weit weg. Du pushst jetzt mal immer rechts und links im Wechsel. Einmal rechter Arm, einmal linker Arm zurück. Die Schultern weit weg von den Ohren. Hopp, rück. Zack und rück. Noch acht, sieben, sechs, fünf. Noch vier schöne gerade Rücken. Und beide gleichzeitig acht Stück. Acht. Versuch den Oberkörper fast parallel zum Boden zu lassen. Aber Achtung, kein Rundrücken. Sondern schieb dein Popo nach hinten. Bleib mal oben drei. Drei, zwei, eins und komm zurück. Drei, zwei, eins und rück. Und einer noch. Und gut, Schultern auslockern. Mein rechts ist auch dein rechts. Deine Hände sind an der Seite. Nimm dein rechtes Knie mal hoch. Hier schiebst du das rechte Bein zurück, tipp und komm wieder vor. Zurück, tipp. Für diejenigen, die schon ein paar Workouts mit mir haben oder gemacht haben, die Standwaage ist nicht nur eine super Übung fürs Gleichgewicht, sondern auch in Kombination Stand beim Popo und Rücken. Schieb mal das rechte Bein zurück. Deine Arme kommen hier leicht mit nach vorn, aber du bleibst trotzdem gerade. Und eigentlich möchte ich nur etwas Wackeligeres aufbauen für unseren Trizeps-Kickback. Das noch ein bisschen mehr den ganzen Körper beschäftigt und natürlich auch den Popo. So, wir bleiben mal hinten. Halt die Spannung, deine Schultern weit weg, deine Hüfte nicht aufgedreht, sondern deine Hüfte parallel zum Boden, dann Standbein leicht angewinkelt. Ellenbogen ran, Kickback, komm zurück. Du merkst schon, das wird echt wackelig. Und push oben drei Stück, los geht's. Drei, zwei, eins und komm zurück. Drei, zwei, eins und rück und push, push, push und rück und einer noch und locker. Gut, marschier locker. Fast den Krampf im Fuß bekommen, hey. Gut, auch hier erstmal die Arme an die Seite. Das linke Knie kommt nach oben. Tipp zurück. Ich baue die Level immer auf. Also wenn dir was zu viel wird oder du das Gleichgewicht nicht halten kannst, bleib einfach mit der Zehenspitze auf dem Boden. Geht auch. Und rück. Und vor. Die Arme dürfen sogar schon ein bisschen mit nach vorne kommen. Einfach natürlicher. Vor. Und rück. Und versucht, die Zehenspitze in der Luft zu lassen. Hopp. Und rück. Achtung, die Ferse drückt weg. Die Zehenspitze zeigt nach unten. Die Hüfte ist nicht aufgeklappt. Oh oh, ist halt wackelig, gell? Eigentlich muss ich immer umfallen während des Trainings. Das ist so Standard. Lass dich nicht beirren, wenn bei mir mal was schief läuft. Du bist bestimmt schön standhaft. So. Einer noch. Und dann bleib hinten. Halt mal hier. Ellenbogen ran. Zehenspitze wieder nach unten. Kick. Komm zurück. Auf zwei nach hinten. Kick. Kick. Und komm zurück. Kick. Kick.
Standbein leicht angewinkelt. Wenn es zu viel wird, die Zehenspitze abstellen. Geht auch. Tack, tack und rück, rück. Und Achtung, drei Push. 3, 2, 1 und komm back. 3, 2, 1. Und locker. Gut, Beine auslockern. Wenn du ein Schlückchen trinken willst, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Du darfst die Hanteln auch mal kurz ablegen, deine Handgelenke kurz durchbewegen und dann kommen wir zurück mit den Hanteln wieder in der Hand. Deine Ellenbogen sind an der Seite, dein Bauch ist fest, steh wieder hüftbreit. Komm mal hier hoch und tief. Wir sind schon gleich im Tempo. Wenn du jetzt noch was trinkst, kein Problem, steig ein. Bauch ist fest. Bevor wir auf den Boden gehen, haben wir noch eine kleine Zweierkombination im Stehen. Seitheben und Ausfallschritt. Schaffen wir. Hopp. Also erstmal jede einzelne Übung ohne Kombi. Auf und zu. Noch 8, 7. Versuch deine Hand auf Schulterhöhe zu haben. Nicht zu nah und auch nicht zu weit weg. Natürlich, je weiter du dich breit machst, desto anstrengender wird es. Ein letzter noch. Und locker die Schultern nach hinten. Kreis. Wir machen nicht ganz den Ausfallschritt, den du kennst, sondern eher eine Kniebeuge. Die Ellenbogen dürfen aber gerne schon an der Seite sein. Also du gehst erstmal hüftbreit tief. Wir tippen mit dem rechten Fuß Seite, Mitte. Seite, Mitte. Das ist auch so ein kleiner Schritt zur Seite. Hopp, dein ganzes Gewicht ist auf dem Standbein. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und Achtung, Seitenwechsel. Kennst du wahrscheinlich auch schon. Die Übung habe ich auch im Bauch, Beine, Po am Dienstag drin. Aber dieses Mal wird es noch ein bisschen anstrengender, weil wir mit den Armen arbeiten. Noch 8. Je mehr Gelenke du bewegst im Training, also natürlich gleichzeitig, desto anstrengender wird es. Noch 4. Noch 3. Noch 2. 8. Tipp rechts. Nimm die Arme mit hoch und tief. Hoch und tief. Versuch das ganze Gewicht auf dem Standbein und Seitenwechsel. 8, 7. Wie gesagt, wenn du es wieder leichter haben möchtest, nimm die Hand ein bisschen enger. Je weiter du breit machst, desto anstrengender wird es. Rechts und links im Wechsel. Hopp. Zack. Die Arme bleiben. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Wir tippen nur noch mal 8 Stück. Einmal rechts, einmal links. Wenn es dir zu viel wird mit dem Oberkörper, lass die Arme weg. 4. 3. 2 und Seitenwechsel. Wenn du es noch anstrengender möchtest, ganz klar, geh einfach tiefer. Noch 4, 3, 2 und der letzte und locker. Gut, die Handeln darfst du zur Seite legen, die Schultern entspannen. Leg dich mal in Rückenlage ab. Nimm eine Hantel. Eine Hantel brauchst du. Die Hantel kommt auf die Hüfte. Die Füße sind aufgestellt. Komm mal 2 hoch. Und tief. Nur zur Erwärmung. Und langsam tief. Hoch, hoch, tief, tief. Noch 4, 3. Noch 2.
Und der letzte. Und Achtung, die Hantel nimmst du mal nach oben. Versuch mal mit Schwung nach oben zu kommen. Die Hantel über Kopf. Komm langsam wieder tief. Und die Hantel über Kopf schieben. Deine Lendenwirbelsäule ist schön stabil. Also hier hoch, hoch. Tief, tief. Hoch, hoch. Lendenwirbelsäule stabil. Vor allem, wenn du den Arm über Kopf nimmst. Wenn es dir zu schnell ist, kannst du gerne wieder langsamer arbeiten. Noch vier. Oben Brust raus. Und einer noch. Und leg mal die Hantel wieder auf der Hüfte ab. Komm hoch. Und tief. Achtung. Hoch, hoch. Tief, tief. Nimm mal das Gewicht auf das rechte, auf die rechte Hüfte. Das linke Knie kommt ran, auch hier. Hoch, hoch, tief, tief. Auf, ab, ab. Noch vier, drei, zwei. Im Tempo acht Stück. Acht, sieben, sechs, fünf. Noch vier. Drei, zwei und Achtung, bleib oben. Nimm mal das lange Bein tief und hoch. Versuch die Hüfte oben zu lassen. Tief und hoch. Tief, hoch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und der letzte. Und locker ablegen. Hantel über Kopf, Achtung, kommt zwei nach oben und zwar hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Bauch ist fest. Noch vier, drei, noch zwei und der letzte und Seitenwechsel. Linker Fuß ist aufgestellt. Du kommst auf zwei nach oben. Locker, zwei hoch. Let's go. Hoch, hoch, tief, tief. Tack, tack. Und im Tempo acht Stück. Acht, sieben, sechs, fünf. Vier, drei, zwei und oben bleiben. Langes Bein, tief und hoch. Tief und hoch. Versuch die Ferse wegzudrücken, die Hüfte bleibt oben. Noch acht, sieben, sechs, fünf, die letzten vier. Noch drei, noch zwei und der letzte und locker ablegen. Lendenwirbelsäule wieder tief, Arme über Kopf, die Füße sind aufgestellt, die Schulter kommt mal weg vom Boden, Kinn auf die Brust, schön lächeln, immer schön lächeln. Den Arm nimmst du über Kopf, mach dich mal lang und komm wieder über die Brust. Arm nur über Kopf mit dem Gewicht und wieder zurück. Du merkst, wie du richtig schön arbeiten musst, aus dem Bauch raus, dass du dich stabil hältst. Und das ist mir jetzt wichtig. Wir machen keinen Crunch, sondern nur dieses stabile Halten. Weil auch im Alltag muss deine Bauchmuskulatur dich eigentlich nicht die ganze Zeit crunchen, also rund machen, sondern eher stabilisieren. Deswegen machen wir hier schöne Stabi. Noch acht, sieben, sechs, noch fünf, vier, die letzten drei, zwei und der letzte. Und dann locker den Kopf ablegen,
die Hantel darfst du mal kurz zur Seite legen. Komm mal mit ein bisschen Schwung nach oben, um den Nacken kurz zu entlasten. So, folgendes. Wir brauchen wieder eine Hantel. Ich habe mal die andere genommen, dass sie nicht beleidigt ist. Oberkörper aufrechten, aufrichten, nicht rechten. Deine Hantel kommt immer im Achter unter deinen Füßen durch. Okay? Einfach mal im Achter, rechts und links. Dabei wirst du aber nicht rund, sondern dein Oberkörper bleibt schön stolz und aufrecht. Und wenn du jetzt mehr möchtest, dann hast du deine Beine immer lang. Zack und hopp. Die Ferse weg und das Knie immer im Wechsel ran. Hopp, hopp. Du kannst auch schneller werden. Noch 4, 3, 2 und der letzte und locker. Gut, mach den Rücken noch mal kurz rund und Brust raus. Richtig schön aufrecht, Brust raus. Deine Handeln kommen an deinen Oberkörper nach vorne. Nochmal Rücken gerade, Brust rausschieben. Schieb mal einfach nur deinen Oberkörper rechts und links. Wir machen jetzt den Russian Twist. Das heißt, dein Oberkörper rotiert, deine Hüfte bleibt stabil. Deine Fersen dürfen gerne am Boden bleiben. Je weiter du nach hinten gehst, desto anstrengender wird's. Je weiter du deine Gewichte von dir wegschiebst, desto mehr muss deine Seite arbeiten. Auch hier darfst du mal, wenn du möchtest, rechts und links im Wechsel arbeiten. Das heißt, schön im Tempo der Musik. Tack, tack. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, wenn du mehr möchtest, die letzten 8 schneller, aber bleib stabil. Noch 4, 3, 2 und der letzte und locker. Ziemlich viel mit dem Hüftbeuger gearbeitet, deswegen drehen wir uns jetzt mal in die Bauchlage. Leg dich in Bauchlage ab und erhole erstmal hier deine Hüfte. Du kannst gerne mal kurz die Stirn ablegen und mal kurz rechts und links die Ferse ran, um den Hüftbeuger etwas zu entlasten. Drücken wir mal die den Hüftknochen in den Boden. Ganz kurz, andere Seite. Auch hier in den Boden. So, wir machen ein schönes Finale. Und zwar legst du die Hantel an die Seite. Eine Hantel reicht. Die Knie sind auf dem Boden. Wenn du mehr möchtest, nimm die Zehenspitzen auf den Boden. Wir machen eine schöne Liegestütze, kommen wieder hoch, legen einfach nur das Gewicht auf die andere Seite und kommen wieder tief hoch, ohne dass die Hüfte kippt, das Gewicht auf die andere Seite und los geht's, tief hoch, Hüfte bleibt, Gewicht auf die Seite, halt die Spannung, tief hoch, halt die Hüfte stabil. Gewicht zur Seite, nochmal tief, hoch, Gewicht nehmen, auf die Seite legen und tief, Hüfte bleibt stabil, Seite, hopp, wenn du mehr möchtest, im Takt, hopp, zack, Wechsel, hopp, tack. Geht auf den Knien, tief, hoch. Versuch bei den Liegestützen den Ellenbogen nach hinten zu schieben. Das ist unsere letzte Übung. Das heißt, wir dürfen Vollgas geben. Tief. Einer noch. Und Wechsel.
Und geschafft. Gut. Nimm die Arme mal lang. Nasenspitze Richtung Boden. Arme lang ausstrecken. Die Stirn gern ablegen. Und atmen. Roll dich mal rund auf. Und mach mal hier einen schönen Katzenbuckel. Schulterblätter auseinanderziehen. Und dann leichtes Hohlkreuz. Schultern weit weg von den Ohren. Nochmal rund. Und dann nochmal Hohlkreuz. Nimm den rechten Fuß vor. Schieb die Hüfte so weit nach vorne, dass du eine Spannung im Hüftbeuger spürst. Pass aber auf, dass die Hüfte nicht ganz wegklappt, sondern schieb die Hüfte vor. Dann spürst du hier eine schöne Dehnung. Gut, nimm mal die Hände auf den Boden, die Zehenspitze aufgestellt. Nochmal Hüfte lang. Hier nochmal leicht reinfedern. Und Achtung, über die Mitte. Auch hier nochmal leicht rein. Kommst du auf die andere Seite. Auch hier die Hüfte tief. Hüftbeuge wieder öffnen. Knie darfst du aufstellen, Hüfte vorschieben. Komm dann mit deinem linken Fuß zurück auf die Füße in die tiefe Kniebeuge. Die Beine nach oben ausstrecken, nochmal tief nach unten federn. Die Knie beugen und langsam Wirbel für Wirbel nach oben kommen. Und oben streckst du dich nochmal, mach dich ganz, ganz, ganz lang. Atme tief ein und ausatme nach unten. Einatmen hoch, ausatmen tief und ein letzter noch. Und dann schüttel dich aus, mach dich locker. Du hast es geschafft. 45 Minuten Shape hinter dir. Ich danke dir fürs Mitmachen. Ich danke dir auch für deine Unterstützung. Drück auf Gefällt mir, schreib mir einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Und du hast auch die Chance, mir Kleinigkeiten zu spenden. Ganz egal wie viel, ich bin immer dankbar für eine kleine Unterstützung. Und es zeigt mir auch, dass ich weiterhin Videos für euch drehen werde. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüssi!